Willkommen zurück, Leute, zu Paper Mario Sticker Star. Und wir wollen uns heute um die Treibsandruinen kümmern. Nun gut, schauen wir da mal rein. Sieht alles bekannt aus, oder? Halt die Wüstenwelt bis jetzt. Also die Wüstenwelt bis jetzt ist auch ziemlich schön. Okay, einer von den Heinis. Und natürlich immer im Hintergrund die Sombreros. Ganz wichtig. Scheinbar. Mal gespannt, wie viel der Spike hier noch aushält. Okay, der hält noch ganz gut was aus, aber wir haben ihn immerhin zerknittert. Ja, ja, gut. Ja, so sieht's nämlich aus. Angriffskraft verdoppelt, das macht mir gar nichts. Das macht mir gar nichts, weil ich nämlich jetzt einfach... Oder auch nicht... Nee, oder ich habe nur abgenutztes Kram. Ist ja schrecklich. Ich glaube, da hilft mir auch das Exzellent nichts. Nee. Aber er ist zerknittert. Das ist doch immerhin etwas. Und er flüchtet. Dieser Feigling. Aber gut, das hatten wir schon oft genug, würde ich sagen. Wir wissen mittlerweile, dass die Typen ziemlich feige sind. Ich weiß zwar nicht wirklich, warum. Na gut, damit die immer wieder auftauchen können, ne? Um den Kampf zu erschweren. Man soll die halt irgendwie... Ach, was? Ach so, okay. Gerade sagen, was soll das denn? Das ist so Blödsinn. Ja, es geht ja überhaupt nicht, aber es geht. So nämlich. So, und jetzt. Oh, ja, komm hier runter. Komm hier runter. Seriensprung-Sticker ist natürlich ein guter Sticker und das ist scheiße. Aber ich kann auf dich springen. Das ist gut. Weil Sprung-Sticker habe ich eigentlich. Genügend, aber das reicht ja auch nicht. Das reicht ja nicht. Ach, das reicht doch nicht. So, der kommt und er kippt dann um. Ja. Das Verhaltensmuster der Gegner muss man natürlich kennen, um eine Chance zu haben, da vernünftig abzublocken. Das ist wichtig. Aber ich muss auch sagen, das habe ich mittlerweile. Also, das ist daran scheitert es nicht. Nein, 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 nein. Boah, eine Feuerblume. Geil. Gut, gegen den Spike, da möchte ich eigentlich nach Möglichkeit nicht kämpfen. Hallo, das wollte ich jetzt aber nicht. Hallo, das wollte ich... Ach, ja, und ich komme nicht mal mehr zurück. Ach, wie toll. Das war ein Treffer? Was? Das gibt's doch gar nicht. Das kann doch gar nicht... Na gut. Dann kann das doch treffen. Und das, und das, und das, und das, und das. Und der gibt mir jede Menge Kohle. Wir wollen reich werden in diesem Spiel, Leute. Wir werden die reichsten Paper Mario Sticker Star Spieler, die Welt gesehen hat. Ja, pushen hilft ja nichts. Ich habe einfach nichts anderes, was ich jetzt so einsetzen könnte. Ja, müssen wir ein bisschen Platz machen hier, ne? Wird Zeit. Und es wird Zeit, dass mal wieder mehr Gegner kommen, die auf dem Boden sind, tatsächlich. Das ist echt eine Seltenheit geworden. Okay, hier kann man... Ja, ich wollte gerade sagen, hier kann man runter, ne? Okay, das sind halt diese Ruinen. Ja. Wie angedroht eben, ne? Es sind Treibsandruinen oder wie hieß das Ganze jetzt hier? Das habe ich schon wieder eiskalt verdrängt. Ja, komm, hier Eisensprung und abgeht. Dann haben wir auch keinen großen Stress mit denen. So. Plopp. Ach, das dauert so lange mit den Kämpfen. Ich weiß echt nicht. Ich bin ein bisschen in der Versuchung, euch das echt zu ersparen mit den ganzen Kämpfen, aber... Ach, das, da werden sich wieder einige dann beschweren und dann bin ich mir nicht sicher, wie ich es am besten machen könnte, sollte und... Ach, Mann. Ja, und... Die wenigsten schreiben dann auch wieder tatsächlich in die Kommentare, was sie möchten. Das ist ja auch immer so eine Sache. Du kriegst ja wirklich nicht von allen Zuschauern dann wirklich eine Resonanz dazu. Ist ja eher so die Ausnahme. Lass mich in Ruhe. Ich versuche jetzt einfach ein paar Gegner zu umgehen. Oh, ich kann das öffnen. Alles klar. Okay. Einfach so auf A und dann öffnen. Das kann auch nichts Gutes bedeuten hier. Da ist eine Mumie drin. Ich glaube, ich sammle erstmal hier ein bisschen Knochen trocken. Okay, das kann alles hier schon mal überhaupt nicht schaden.
Boah, oh, das war geil. Das war geil. Dann zieh mal, Mario. Na, mach einfach. Okay, da war kein Gegner. Ich wette, hier ist noch irgendwo ein Gegner drin und ich werde mich gleich mächtig ärgern, dass ich daran gezogen habe. Okay, Energie. Vielleicht ist das ja doch alles... Ja, natürlich, ja. Das hat er sich so gedacht. Der kriegt aber richtig einen drauf. Aua, Hammer müsste vollkommen ausreichen. Bams. Gut. 904. Ja, es sieht sehr gut aus für uns. Und da ist noch eine Tür, oder kommen wir aus der Tür da hinten kommen wir doch nicht, oder? Wir kommen von hier, na genau. Und hier ist noch eine Tür. Gut. Bringt sogar noch ein bisschen Gedöns. Der Wurfhammer ist natürlich, der ist richtig teuer, Leute. Also das muss man sich mal so vor Augen halten. Der kostet 20 Münzen, also der ist schon echt was wert. Und wenn ich es jetzt schaffe, möglichst lange ohne Gegner hier. Wo bin ich denn jetzt hier? Nur noch so ein Kram. Bei Bonuszeugs und so. Jetzt schaffen wir es in den Knochentrockner wieder so. Ja, wir schaffen es sogar. Yay! Plus 5. Geil! Oh, geil! Das ist gut. Das ist mal richtig, richtig gut. Womit habe ich das denn verdient, ey? Dass ich sowas finde. Normalerweise finde ich doch sowas nicht. Ha. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, oder? Wie sagt man so schön? Ja, ja, so sagt man. Und ich denke mal, das trifft es hier wieder mal ganz gut. Gut. Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht. Oder ist hier vielleicht... Ah ja, okay. Ein versteckter Block. Macht Sinn. Okay, unsere Sticker sind auch bald voll. Ich muss einmal kurz das... Na, das wollte ich gar nicht. Ich wollte einmal kurz... Nein, oh, ich drücke immer den falschen Knopf. Ich bin da irgendwie... Echtes Talent dafür. Ich wollte einmal kurz das Album ordnen. Um ganz kurz durchzugucken, wie viel ich tatsächlich habe. Ja, ich habe sehr viel. Ich hab sehr viele Sticker. Gut. Damit kommen wir erstmal... Das war wenigstens so ein bisschen klar. Autsch. Ja, ich wollte auch gar nicht gegen ihn kämpfen. Also davon mal abgesehen, dass ich es sowieso nicht will. Oh Mann. Hier kann man ja, hier kann man wahrscheinlich Jahre verbringen in diesem Ding. Keine Ahnung. Bin ich da denn dran? So ohne weiteres? Nö. Paperisieren und dann abziehen? Das kann man auch nicht, ne? Das geht nicht. Okay, gut. Dann weiß ich gerade nicht, wie ich da hinten hinkomme. Ist dann auch egal. Scheiße, er hat mich ja voll erwischt. Da führt jetzt kein Weg mehr dran vorbei. Wir nutzen einfach mal hier einen Glitzersprung, um ihn gleich mal ziemlich fix den Chaos zu machen. Ach, das block ich alles weg. Das ist doch ein Witz für mich, ist das. Ein Witz für mich. Zack, 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 zack. Und der Flap, der ist relativ stark, ne? Der kriegt dann... Okay, der hält 9 aus. Das müsste mit einem normalen Sprung eigentlich erledigt sein. Ja, ist es auch. Gut. Schön. Komme ich von hier? Von hier komme ich, ne? Ja, von hier komme ich. Das sage ich jetzt einfach mal. So, Bams. Boah, das ist viel. Das sind viele Gegner. Viele Gegner. Da möchte ich doch eigentlich sicher gehen, dass der hier sofort erledigt ist, ja. Ja, komm. Oh, wieder nur Fliegende. Das nervt. Ich meine, ich habe jetzt wirklich genügend Gedöns, um auch gegen die Fliegenden ganz gut vorgehen zu können. Aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Ich will ja nicht immer nur gegen verdammte fliegende Gegner kämpfen. Und ich habe schon wieder zu früh gedrückt. Du Held. So, Paracooper, 10 Stück. Ja, ja. Bams, bams, bams. 5 Treffer sind Minimum Pflicht. Puh. Oh,
Koloama-Sticker. Schön. So, was zur Hölle soll ich hier? Wie unnötig ist das denn schon wieder? Gut, hier hätte ich nicht hingemusst und es war vollkommen scheiße, dass wir das gemacht haben. Nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich bloß in Ruhe, lass mich bloß bitte in Ruhe. Keine Lust, mich groß mit irgendwelchen Gegnern rumzuärgern. Ja, mit dir will ich eigentlich auch nicht rumärgern, aber na, es hilft ja alles nichts. Okay, der ist aber auf dem Boden. Das ist schön. Das ist so richtig schön gerade. Ach, nun gut. Schade. Sieht cool aus, wie er sich das da aus dem... Ja, aus dem Nichts fast holt. Super. Bams, 5 weg. Und jetzt müssen wir diesen Flap-Flap aber mal blocken. Hilft alles nix. Okay, Seriensprünge habe ich noch einige. Aber ich will ja hierfür jetzt keinen Seriensprung. Na, ah, da hinten noch nicht den Color. Bin ich denn wahnsinnig? Beinahe den Color. Oh, was war das denn? Hallo, ich hab gedrückt. Jetzt komme ich mir ein bisschen veräppelt vor. Ein bisschen vom Spiel, aber naja. Natürlich kann man sich auch mal verdrücken. Das ist ja alles. Ohne es zu merken. Natürlich. Okay. Zwei Möglichkeiten. Einmal da mit hochzufahren und vielleicht geht es hier noch weiter. Nein. Okay. Dann. Ja, dann schieß mich mal hoch. Oh, wie schön. Wo wir wieder sind. Das ist doch absolut klasse. Das ist klasse. Das ist großartig. Das ist ganz spitzenmäßig, sag ich mal. Machen wir es mal jetzt ein bisschen anders. Können wir ja eigentlich schon direkt... Ja, da mit hoch, ne? Können wir mal gucken, was... Ja, machen wir mal. Ich schätze mal, wir sind dann wieder am Anfang. Aber wir müssen es ja wenigstens wissen, ne? Das ist klar. Erstmal probieren geht über studieren. Gehen wir einfach mal hier runter. Das war zumindest auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht nach ganz unten einfach mal gehe. Aber ich habe so das Bedürfnis, eigentlich alles zu, ja, zu überprüfen. Haben wir hier vielleicht noch einen Knochen trocken, der platt gemacht werden? Hier ist auch kein Weg oder so. Nein, hier ist kein Weg. Hallo, öffnen. Dann macht er auch. Na, ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn hier ein Weg wäre, dass dann, ja. Aber nee, wir können ja auch noch, also es gibt ja noch genügend Möglichkeiten. Also es geht ja auch noch weiter runter. Das ist ja nicht das Problem. Wir sind nicht am Ende der Welt oder so. Knochen trocken. Acht hält er aus. Das müsste ja eigentlich... Ja. Das müsste gehen. Ich überlege immer, wie viel die einzelnen Sachen wegmachen. Und bin mir dann meist nicht sicher. Das ist voll dämlich. Dann denke ich wieder, war das jetzt der... Welcher Sticker war das denn jetzt, der 7 am Anfang abgezogen hat? War das der Eisensprung? War das der normale Sprung? Aber nein, es war der normale Sprung. Und der reichte vollkommen. Schön. Oh, ja, weiß ich nicht. Hier rein. Ah, ich komme da nicht durch. Nein. Okay. Ne, hier waren wir schon. Das sieht mir hier doch... Ne, okay, hier waren wir noch nicht. Und das sieht mir doch wie ein Geheimgang aus irgendwie. Aber hier waren wir doch dann doch schon. Ja, hier waren wir auch. Shit. Kann ich fliehen? Ich versuche mal zu fliehen. Ich habe Bock zu fliehen. Lauf weg. Oh, Gott sei Dank. Einfach keine Lust. Ja, hier waren wir. Hier sind wir runtergekommen. Gut. Und da weiter runter will ich eigentlich auch nicht so gerne. Das war eine Sackgasse. Wenn ich mich recht entsinne. Könnte ja auch hier lang. Ne? Das ist vielleicht nicht dumm. Okay, da. Ja. Ach, lass mich doch mal. Nimm das. So, bam. Und 47.000 andere Gegner tauchen aus dem Nichts auf. Juhu! Das ist schön. Wir machen den Seriensprung. Das macht Sinn.
ja. Es war auf jeden Fall nicht schlecht. Sagen wir es mal so. So, der kriegt jetzt noch hier einen mit dem abgenutzten Hammer auf den Sack. Und der Koopa Troopa, der leidet nicht das gleiche Schicksal, weil der hält mir noch ein bisschen zu viel aus. Der wird einen abgenutzten Sprung abbekommen und das müsste dann auch vollkommen reichen. Yep. Ah, wir kennen uns mit den Items langsam aber sicher aus. Ist alles kein Problem. Das Spielprinzip, wollte ich gerade sagen, kommen wir auch immer tiefer rein, aber ist ja jetzt auch nicht so, dass ich in der letzten Zeit großartig papierisiert. Ich wette, ich muss da hin. Ich wette, ich muss da jetzt wieder den ganzen Weg zurücklaufen, um dann, ja, da runter zu fallen. So, mehr oder weniger. Wahrscheinlich. Ja, also, das könnte... Scheiße, zu früh! Das könnte zumindest sein... Oh, wir haben einen Pixball. Spikes lassen diesen Sticker gelegentlich fallen. Lässt dich mit einer stacheligen Kugel nach einem einzelnen Gegner werfen. Trifft keine Fluggegner. Alles klar, gut zu wissen. Dann geht's ein paar, guck mal, einfach mal hier mit an den Kragen. Bams, 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 Bams. Bams ist natürlich das Wort dieses Let's Plays, Leute. Das ist ja mal ganz klar, weil Bams, Bams, Bams. Das trifft's einfach ziemlich gut, wenn man jemanden andauernd auf den Kopf springen muss. Man, was willst du da sonst sagen, außer Bams, ne? So, Bams. Was weiß ich denn? So, oh, wieder 7 Milliarden Gegner, ey. Glitzer-Seriensprung. Ich glaube, das macht sogar Sinn. Das wird den hier richtig, richtig auf den Sack geben. Ja. Nein. Ah, zu früh. Mist. Ich dachte mir, das könnte einfach hinhauen. So, ich hoffe mal, das reicht. Ja, mit einem Exzellent reicht es sogar. Aber, ja, für den noch nicht ganz. Egal. Ja, 7 hält er noch aus. 7 hält er noch aus. 7 hält er noch aus. 7. 7. Ein Abgenein. Das schaffe ich damit ja niemals. Dann benutze ich ja. Komm, ich benutze halt den Hüpfpush. Boah. Ich hab's auch noch verkackt. Das war ein. War das ein letzter, ne? Der hat 4 weggemacht. Na egal. So, hier landen wir wahrscheinlich wieder am Anfang. So. Das läuft darauf hinaus, wa? Öffnen. Kriegen wir noch das ein oder andere Geschenk vielleicht? Ein Pau-Sticker. Ach, wir haben noch gelernt, dass die Pau-Sticker eigentlich nichts bringen. Das ist ja schade. Was zur Hölle? Boah, ein Dings. Ein Baseballschläger. Auf dem Mario steht. Cool. Den nehmen wir doch gerne. Jetzt haben wir schon einige Dings, ne? Das ist aber auch wieder so eine Sache. Diesen Dings, das hätte man jetzt nicht unbedingt gefunden. Das ist nicht sicher, dass du den findest. Also, glaube ich zumindest. Stacheln. 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 Ich hier einfach mal was hinklebe. Nee, das will er nicht. Autsch. Nein, das... Was? Bin ich jetzt in der Sackgasse? Mal ohne Flachs jetzt bin ich in der Sackgasse. Ich komme doch hier auch nicht weg. Nicht ernsthaft. Also ich kann, glaube ich, mit Start wieder zurück zur Weltkarte, wenn ich denn unbedingt... Ach so. Ach so. So. Alles klar. Alles klar. Ich sehe schon. Boah, einen kurzen Moment hatte ich einen kleinen Schock, ja. Nein, Knochentrocken, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Hier ist ja das Ziel. Hier ist ja das Ziel. Warum ist denn hier das Ziel? Okay, stell keine dummen Fragen, Mann. Da ist das Ziel. Ist doch geil. Oder ist das jetzt einfach nur ein Secret Exit oder so? Wer weiß? Hallo, wer weiß das denn? Keine Ahnung. So oder so, wir haben dieses Exit jetzt erstmal hier gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das echt ein Ziel ist. Würde man das irgendwie sehen, dass es ein Secret Exit war? Ich weiß das gar nicht mehr.
Hätte man das gesehen? Bestimmt. Gib mir auch noch den Zehner hier. Hallo, ich will alles. Jetzt geht's wahrscheinlich nach links weiter, oder? Nee. Nach rechts. Oder ist rechts halt der Secret Exit? Schauen wir mal, was da steht. Wir sind von Welt 2-3 zu Welt 2-5. Nimmerfeuchte Arena gekommen. Dann fehlt uns 2-4. Alles klar. Aber die werden wir dann so oder so wahrscheinlich erst im nächsten Part angehen. Ich muss mal gucken, wie ich es dann am nächsten Part mache. Gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dann und ciao.